In der letzten Folge habe ich angekündigt, dass ich jemanden hinter den Kopf leisten haue. Wer die Folge nicht gesehen hat, sollte sich sie unbedingt bis zum Ende anschauen. Denn es sind hier Zauntore. Da. 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 Und da. Wo ich hier hingekommen bin, stand dieses Zauntor offen. Derjenige möge sich bereitstellen, weil diesen Dorfbewohner, der da drin gelebt hat, ist irgendwie hier runter gefallen. Und das ist nicht gut. Komm hoch. Komm, 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 komm. Komm, ja, komm, hier lang. Nicht dort runterlaufen. Nein, 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 nein. Schön mitkommen hier. Mitkommen, mitkommen, ja. Mitkommen. Meine Richtung. Zack, 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 zack. So, ja. Nämlich nicht so einfach. Wenn der mich jetzt dort unten geblieben wäre, der Bewohner, wäre das etwas schwieriger geworden. So, jetzt muss ich noch kurz die Zauntore aufmachen. Zack, zack. So, rein mit dir, rein mit dir, rein mit dir. Zack, zack. So, zu und zu. Puh, hast du mir einen Schrecken eingejagt? Wo wollen wir denn jetzt hin? Wir wollten die Straße irgendwie benennen. Hatten wir die irgendwie herangeschrieben? Nee. Haben wir nicht. Aber das ist ja auch kein Ding. Denn, wir können es ja, das ist eine gute Idee. Wir nennen die jetzt Wüstkampenerstraße. Wüstkampenerstraße. Und diese Wüstkampenerstraße hat noch kein Holz. Holz ist hier unten. Holz ist hier unten, sagte der Mann. Zack, 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 zack. So. Schilder haben wir schon mal. Brauchen wir noch Birkenholz. Das haben wir hier nirgends. Nirgends haben wir Birkenholz. Aber wir brauchen nicht so viel Birkenholz. Weil es ist ja eigentlich nur zur Ausschilderung, ne? Dient das ja. So. Das ist mal eine kleine Straße hier. Nennt man die irgendwie so eine Gasse? Oder gehört das noch eine Straße in die? Ich nenne die einfach mal nach Straße. In die Höhe. Zack. Und das ist die Wüst Kampener. Nicht Penner, Wüst Kampener Straße. Zack, zack. Wüstkampener Straße, da müsste ja das dann ja auch die Wüstkampener Straße sein, ne? Da ist das die Wüstkampener Straße. Ja, ich möchte das nicht so offensichtlich, mache ich das dann mal hier hin. Wüstkampener Straße. Nenne ich das jetzt einfach mal 1, also Nummer 1. Nummer 1,3. Zack. Brauche ich hier nicht großartig noch ein Schild ranballern. Außer hier oben. Da wollte ich ja irgendwas reinsetzen. Ich bin mir aber gerade selbst nicht sicher, was es ist. Wahrscheinlich noch so einen gebrannten Tonblock. Den haben wir hier unten, glaube ich, auch drinnen. Ja, genau, 1, 2. Können wir auch gleich mal hier oben, das passt genau. Siehst du mal, haben wieder genug Zäune mitgenommen.
Hat genau gepasst. Hätte ich nicht gedacht. So, zack. Und zack. Und mache ich mal hier so ein paar Schilder hin. Dein Schild und dein Schild. Da fällt uns bestimmt noch ein schöner Name ein für die Leute, die da wohnen. Hier ist die Blume, die reiße ich jetzt mal ab. Stellen wir mal woanders hin, wie zum Beispiel dahin. Tun wir den mal hier oben drauf. Vielleicht ist es genauso eine mysteriöse Pflanze. Guck hier. Seht ihr das? So sollte eine Pflanze ausschauen. So sollte eine Pflanze ausschauen. Aber wie der Wille so will, ne, sehen manche Pflanzen eben anders aus. Autsch. Zap, zap, zadalap, dup, dup, lalalap, lip, lup, nananap. Hier sind Knochen, hätte ich einfärben können, die Stümmel. Da hätte ich auch weiß gefärbten Ton gehabt, aber nicht so viel. Schilder brauchen wir erstmal nicht, aber Fichtenholz. Fichtenholz haben wir nur drei Brett her. Und drei Türen. Und ein Stack Zäune. Hilft uns nicht. Weiter. Gehen wir nochmal kurz zum Lager. Gucken mal, was wir da haben. Nebenbei drücken wir mal F3. 15. Ich glaube, das kommt auch wegen der Innenstadt hier. Und die Innenstadt macht uns nämlich mega zu schaffen. Ja, hier ist noch einiges an Fichtenholz. So, nehmen wir uns mal so viel mit. Ich glaube, so viel brauchen wir eh nicht, aber man kann sich ja mehr mitnehmen, ne? Gefolgt von Eichenholz. Kann man sich ja auch mal mitnehmen. So, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und Birkenholz natürlich auch. Schadet nie. Zack, zack, zack. So, zack. Pack. Und hier oben ist auch noch was drin. Ja, Türen. Dann hier ist irgendwas drin. Oder hier. Na, Werkbänke natürlich. Nehme ich mal hier 5 mit. Brauchen die Truhen natürlich auch. Ne? Hier so, zack, zack, zack. Das brauchen natürlich Stöcke. Brauchen wir immer. Sowas, sowas. Können wir immer gebrauchen. Und ja. Die Edith macht wieder ihre Stadtrundfahrt hier. Da läuft sie da hinten. Guck mal, die sind wieder dort oben. Das muss man auch irgendwann mal flicken. Die ganzen Dächerspitzen, dass die uns nicht dort hochlaufen. Ganz wichtig. So, und stellen wir uns hier als erstes nochmal eine Werkbank hin. So, haben wir ja viele mit. Zack. Stellen wir uns hier noch ein paar Truhen hin. Zack und zack. Flächen dahinter eine. So, zack. Und mal hier hinten erstmal die Werkbank hinpacken. Hier vorne tue ich mir das ganze Holz hin. So, und dann holen wir mal den Stein von hier unten hier hoch, weil den brauchen wir hier oben wahrscheinlich jetzt mehr. Als wenn wir jetzt immer hier runterlatschen. Zu einem mal diesen, 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 diesen. Den Granit können wir auch mal mitnehmen. Und den Rest lassen wir erstmal unten. Sonst krusten wir oben wieder nur alles zu. Das tun wir jetzt mal hier drüben rein. So, zack, zack, zack. Und dann fangen wir mal an. Nehmen wir mal so einen Teil heraus. Machen mal den da und haben dann gleich das Vierfache davon. Weil ich nicht weiß, wie ich das hier fülle. Wahrscheinlich mit Erde. Wartet mal. Da bin ich jetzt noch im Grübeln. Wie ich das mache. Ich werde das auch gleich mal mitnehmen. Mache ich das jetzt hier mal ein bisschen schicker.
den ich das mal hier so ranziehe. Kann man ja mal machen, ne? Wollte ich schon lange mal machen. So, das hier ein bisschen begradigen. Dann mal ein bisschen terraformen. Nicht die Schaufel. Nicht die Schaufel. Dass wir dann hier den Weg weiterführen, ne? Wisst ihr, wie ich es meine? Ich tue am besten hier mal den Stein so raus klopfen. Hier lasse ich ihn mal drin für den Eingang. Und es ist tiefste Nacht. Sind wir alleine? Nein, müssen wir schlafen gehen. Dann müssen wir schlafen gehen. Bis morgen, meine lieben Freunde.